heiße Katharina Brückmann. Ich bin Referentin für Bau- und Lehnschutz beim BUND in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich freue mich sehr, Sie hier im Namen des BUND begrüßen zu dürfen. Und freue mich auch sehr, dass Sie so zahlreich hier gekommen sind von den verschiedensten Institutionen und Behörden. Das ist ganz, ganz toll. Dobrý den, dobré ráno, já se jmenuji Katarína Brückmann, zastupuji zde tedy spolkový svaz Bund BUND a jsem jako referentka právě pro ochranu stromů a ochranu alejí. Jsem velice ráda, že se v takovém počtu k nám dorazili. Vítejte. Der BUND in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt sich vorrangig mit dem ökologischen Landbau, mit Biotopschutz, wie Gewässerschutz und Ostseeschutz auch. Und auch ein ganz großes Projekt, einen ganz großen Anteil hat unsere Arbeit, ist eben auch der Alleenschutz. Tak náš svaz v rámci Mecklenburgska, Předního Pomoranska, se zabývá především ekologickým zemědělstvím, ochranou biotopů, ochranou vod, ochranou moře a také ochranou alejí. Ja, wir sind einer der mitgliederstärksten Verbände in Deutschland, der BUND. Und ja, Hans Knapp hat ja schon gesagt, also mit dem NABU beschäftigen wir uns ja auch in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem mit dem Alleenschutz. Patříme vlastně těm nejsilnějším zemím, spolkovým zemím v rámci toho spolkového svazu Bund, a jak jste už vlastně hovořil i pan profesor Knap, zabýváme se zejména právě u nás na ochranu alejí. Und der BUND selbst ist die deutsche Branche, also der deutsche Zweig von Friends of the Earth. Das ist ja ein Umweltverband, der auch bundesweit, weltweit agiert. Bund je vlastně jakousi odnoží svazu, který znáte pod jménem Friends of the Earth. So, die Alleen in Deutschland haben ja eine ganz unterschiedliche Entwicklung genommen nach dem Zweiten Weltkrieg, während in den älteren Bundesländern, also im westlichen Teil Deutschlands, sehr viele Alleen gefällt wurden, um eben der angestiegenen Mobilität gerecht zu werden. Und ja, da wurde Tabula Rasa gemacht. Mehr als 50.000 Alleenkilometer wurden gefällt, und wenn man sich überlegt, dass der Umfang der Erde 44.000 Kilometer beträgt, dann wird die Dimension ungefähr klar. Nyní k té historii ochraně alejí a vůbec k rozvoji alejí z pohledu historického po druhé světové válce. Ty aleje v Německu měly různý vývoj podle toho, v jakých zemích se nacházely, zejména v těch starých spolkových zemích na západě, tedy v západním Německu, se hodně aleje kácely. Došlo k vykácení až celkově 50 tisíc alejí. Když to tady vezmeme řádově, tak je to velmi mnoho. Im östlichen Teil Deutschlands, also in der ehemaligen DDR, war das anders. Hier war der Verkehr ja sehr viel geringer, die Mittel für Straßenaufbau auch. Und so haben die Alleenbäume eigentlich ein relativ unbeschadetes Leben an den Straßenrändern gehabt. Na východě, tedy v bývalém východním Německu, ten vývoj byl trošku jiný, jednak nebyla taková, nevzrostla doprava takovým enormním způsobem, zůstala také prostředky na údržbu nebyly v takové míře, takže vlastně nedošlo k tak velkému kácení a více těch alejí bylo zachováno. So, vielen Leuten war dann nach der Wende klar, dass in Mecklenburg-Vorpommern und auch Brandenburg, wo die meisten Alleen überhaupt in Deutschland jetzt noch waren nach der Wiedervereinigung, dass das ein unheimlich großer Schatz auch ist, den die neuen Bundesländer in dieses Gesamtdeutschland mit einbringen. Pomalu se lidé začali v popředu nebo v těch 90. letech po pádu železné opony vlastně uvědomovat, že ty aleje představují velké bohatství pro krajinu, a začalo se tedy vlastně uvažovat o jejich ochraně. Und aufmerksamen Leuten in Behörden, aber auch bei Umweltverbänden und interessierte Bürger, alle die haben sich dafür stark gemacht, dass auch der gesetzliche Schutz der Alleen eben verankert wird in Richtlinien, in Gesetzen. Und
nejenom úřady, ale také různé neziskové organizace, svazy nebo i jednotliví zájemci začaly usilovat o to, aby ochrana alejí byla také uzákoněna ve formě tedy zákonů, směrnic, předpisů. Ja, und diesen weitsichtigen Menschen ist es eben zu verdanken, dass in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, wo der Alleenschutz in der Verfassung ist. Und wir haben auch von Anfang an den Alleenschutz in unserem Landesnaturschutzgesetz gehabt. Bis heute ist das so geblieben. A právě těmto prozíravým lidem vděčíme za to, že v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, je ochrana alejí jako jediné spolkové země vlastně se dostala do ústavy a do zemského zákona na ochranu přírody. Dazu kommen Erlasse und der Alleenfonds, aber da will ich auch gar nicht mehr dazu sagen, denn das wird Ingo Lehmann heute Nachmittag noch berichten, der Verantwortliche für den Alleenschutz bei uns im Umweltministerium, das zur Einleitung für meinen Vortrag. K tomu ještě máme další vyhlášky a také ochranu alejí v rámci fondu pro aleje, ale o tom se nebudu zmiňovat podrobněji, protože o tom můj kolega Lehmann z ministerstva životního prostředí bude hovořit dnes po obědě nebo odpoledne. So, es ist also so, wir haben einen super gesetzlichen Alleenschutz, das muss man so sagen. Da können wir auch sehr stolz drauf sein. Dann wäre ja alles im Prinzip klar. Die Alleen an unseren Straßen müssten eigentlich auch nach wie vor rechtlich gedeihen und sich entwickeln. Máme tedy úžasné zákony na ochranu alejí, na to jsme samozřejmě hrdí, takže by si člověk řekl, že tady to musí na našich silnicích, ulicích vypadat nádherně s alejemi. Und trotzdem sehen wir eben Bilder wie diese, eine schöne Allee, 1994 noch vollkommen geschlossen. Přesto na obrázcích, jako tyto vidíte, například jednu alej z roku 1994, ještě v podstatě krásně udržovanou kompletní. Und im Jahre 2012 sehen wir doch schon große Lücken und die sind natürlich jetzt immer noch noch größer geworden. Und das ist hier im Landkreis Vorpommern-Greifswald, gar nicht weit weg von hier, Beispiele auf Rügen gibt es dafür auch. Das wird für sicherlich im Nachfolgen weitergehen. Na obrázku 2012 už vidíme velké mezery v té aleji a vidět to ještě horší. Je to v oblasti předního Pomořanska Greifswald, není to vůbec tak daleko odsud. A uvidíme ještě další případy. Ja, warum ist das so? Auf einige Sachen hat ja auch Professor Knapp schon hingewiesen. Proč noch mal kurz Bilder dazu? Proč tomu tak je? Pan doktor Knapp už na některé věci poukázal. Já mám k tomu ještě pár obrázků, například. Das sind die Baumaßnahmen im Wurzelbereich. Například stavební opatření, která poškozují kořeny. Anfahrschäden durch den zugenommenen Verkehr. Natürlich die LKW waren viel höher als unsere damals zur Zeit der DDR. Also gibt es jetzt diese krassen Anfahrschäden. Přibývající dopravou vznikají také poškození kmenů stromů, zvláště i tím, že ty nákladní automobily jsou i vyšší. Ja, Schäden auf der Ackerseite, es wird ganz dicht dran gepflügt und dann noch diese ganzen Chemikalien, die noch dazukommen. Da also die Schäden na der Strane spolí, to znamená, ty stromy jsou výrazně ořezávány, samozřejmě tam působí také chemikálie, pesticidy používané na těch polích. Und natürlich die Salzschäden, wir bringen Auftausalz im Winter auf die Straßen, auch in wirklich alten, guten Alleen. Und die Schäden, die die Bäume ohnehin schon erlitten haben, hier von Bild 1 bis 3, dann bringen wir noch das Auftausalz, das Ganze, der osmotische Druck verändert sich, sie können kein Wasser aufnehmen, die elektrolytische Verhältnisse ändern sich, Nahrungsaufnahme ist erschwert, der Boden verdichtet sich. Also wir geben den Patienten praktisch kein Wasser, keine Nahrung und wundern uns, dass er stirbt. A aby to nebylo málo, tak ještě solíme výrazně na silnicích i tam, kde jsou právě ty krásné staré aleje, takže samozřejmě potom ty stromy tím velice trpí, dochází ke změnám osmotického tlaku, ty stromy nejsou schopné nasávat vlastně dostatečné množství vody, ty elektrolytické poměry se v nich mění, no a pak se divíme, že na to stromy odmírají. So, was kann jetzt der BUND, was kann ein Umweltverband tun, damit die Alleenlandschaft erhalten bleibt? Und das ist unser großes Ziel. Wir wollen, dass die Alleenlandschaft, dass die Alleen, die wir hier in Mecklenburg-Vorpommern haben, 4300 Kilometer nach einer Alleenkartierung,
die in den Jahren 1992 bis 1996 gemacht wurde. Also über 4000 Kilometer Alleen, die wollen wir gerne erhalten. Und wie kann das passieren? Jak tedy pokračovat, jak postupovat, aby se nám podařilo udržet, zachovat ty aleje, které zde ještě máme, dohromady máme přes 4000 km alejí, to bylo zjištěno na základě mapování, které probíhalo v letech 1990 až 1996. Co je tedy možné udělat na ochranu alejí? So, die guten Gesetze bei uns erlauben es, dass die Umweltverbände, wie wir auch, wie der BUND, bei Verfahren, also bei Eingriffen in Alleen, durch Baumaßnahmen zum Beispiel, mit beteiligt werden müssen. Also wir kriegen diese Verfahren auf den Tisch und werden um eine Stellungnahme gebeten. Díky těm dobrým zákonům, o kterých jsem hovořila, je to u nás řešeno tak, že ekologické svazy, jako třeba i ten německý svaz na ochranu přírody Bund, je přizván při řízeních, kdy dochází k zásahům do alejí a žádá se od nás odborné stanovisko. Und das tun wir dann auch sehr intensiv, also beim BUND bin ich dafür zuständig, ich schreibe dann also Stellungnahmen, ich treffe mich mit den Behörden vor Ort und wir besprechen die Baumaßnahmen und versuchen da den möglichst besten Weg zu finden. Právě v rámci Bundu jsem za to zodpovědná já, to znamená denně vytvářím takovéto posudky nebo jezdím přímo na místo, řeším to tam s ostatními subjekty a jsme do toho tímto způsobem tedy aktivně zapojeni. Ja, und über die Jahre muss ich sagen, also ich mache das jetzt mehr als 10 Jahre, ist auch das Verhältnis zu vielen, oder nicht zu allen, aber zu vielen auch verbessert worden, sodass man sich tatsächlich mit sehr viel Respekt begegnet und auch auf Augenhöhe diskutieren kann und bei frühzeitiger Beteiligung auch sehr schöne Lösungen findet, manchmal. Já to dělám již 10 let a musím říct, že za tu dobu se nám už podařilo nastavit s těmi úřady velice hezké, řekněme, vztahy nebo vztahy založené na vzájemném respektu a úctě, že si připadáme již jako rovnocenní partneři a také se nám někdy podaří dojít k dobrým nebo hezkým řešením někdy. Dann sind wir der Meinung, dass man eine Alleenentwicklung auch nur richtig hinkriegt, wenn man ein Konzept hat, wenn man einen Plan hat. Für die Bundes- und Landesstraßen wurde 2005 von dem damaligen Wirtschaftsministerium ein Alleenentwicklungsplan aufgestellt. Und wir haben immer auf Veranstaltungen auch dafür geworben, dass in Kreisen auch so ein Entwicklungskonzept entwickelt wird. Myslíme si, že aby se ta ochrana alejí dařila, je potřeba mít vždycky nějakou dobrou koncepci, nějaký dobrý plán. Takový plán třeba na té zemské úrovni byl vytvořen roku 2005 ze strany ministerstva hospodářství, byl to tedy plán na rozvoj alejí a my se snažíme o to, aby takovéto plány byly vytvářeny i na těch nižších úrovních, i na úrovních, řekněme, jednotlivých okresů. Was ist der Bestand und wo will ich hin und welche Mittel brauche ich dafür, sowohl finanziell als auch personell, habe ich eine Grundlage für eine vorausschauende Planung und kann am Ende auch dem Kämmerer beim Kreis sagen, so und so viel Mittel brauche ich. Der wird natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber vielleicht gibt es dann doch wenigstens immer Stück für Stück etwas. Protože my si myslíme, že je dobré vědět, v jakém stavu se nyní nacházíme a jaký je náš cíl a také si propočítat, jaké prostředky na to jsou potřeba i finanční a pak je možné také o ty prostředky samozřejmě zažádat, když máme dobrou představu, většinou zprásknou ruce, že to je moc, ale přeci jen se podaří kousek po kousku nějaké prostředky na to dostat. Und der Landkreis, der ehemalige Landkreis Rügen, hat eben so ein Konzept auch entwickelt und da wird ja nachfolgend Vortrag von Herrn Dr. Noack auch sehr viel kommen. A právě bývalý zemský okres Rujana vytvořil takovouto koncepci, takovýto plán na ochranu alejí, ale o tom vám podrobně něco řekne můj kolega Noack později. Ja, wir beschäftigen uns auch ganz viel mit dem ackerseitigen Alleenschutz. Dafür gehen wir oder suchen wir das Gespräch mit dem Bauernverband. Wir suchen auch das Gespräch mit dem Umweltministerium,
heute Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, um hier Förderprogramme zu entwickeln, die geeignet sind, einen ackerseitigen Alleenschutz auch zu haben. Co se týče alejí ochrany alejí ze strany těch polí a z těch zemědělských ploch, tak tam se snažíme o dobrou spolupráci s zemědělci, s zemědělskými svazy, ale také třeba s ministerstvem. V současné době je to příslušné ministerstvo pro ochranu životního prostředí a pro ochranu spotřebitelů. Teď myslím, že tam patří i zemědělství. A snažíme se tedy dostat se do těch správných, do těch vhodných podpůrných programů. Ja, genauso gehen wir in die politischen Gremien Ausschüsse, um für den alleenfreundlichen Winterdienst zu werben. Také v rámci těch politických gremí se snažíme o nějakou formu zimní údržby nebo zimní služby, která by byla šetrná vůči alejím. Ja, Professor Knapp macht ja schon deutlich, wie wichtig es ist, eine Lobbyarbeit zu machen. Auch das ist einer unserer Hauptthemen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Lobbyarbeit für Alleen. Dr. Knapp hat schon upozornil na to, jak je důležité lobování za Alleen, to znamená, v tom druhém bodě je to ta práce s veřejností a provádění lobby. Ja, und seit vier Jahren sind wir auch ganz intensiv mit ausländischen Organisationen in Kontakt mit einer polnischen Umweltorganisation und mit ANKA in Tschechien. Také se snažíme o mezinárodní spolupráci, například s polskou stranou, anebo také s Českou republikou, právě v tom společném projektu s ANKA. Jetzt einige Bilder. Ich habe versucht, hier vorrangig Bilder auch von den Rügen zu nehmen, zu Projekten, zu Bauprojekten, um Ihnen zu zeigen, wo liegt auch hier auf Rügen das Problem. Eine Insel, die wirklich einen unheimlichen Fundus noch von wunderschönen alten Alleen hat. Několik obrázků ke stavebním opatřením, která probíhá na ostrově Rujána. Jak víte, my máme spoustu krásných starých alejí, takže i na některé z nich se podíváme. Sie sind ja alle auf die Insel gekommen. Nach der Brücke sind Sie ein Stück eine ganz neue Straße gefahren. Diese Straße, auch da haben wir uns als Verband sehr stark gemacht, auch zusammen mit dem NABU, die wollten wir anders gebaut haben. Wir wollten die ursprüngliche zweispurige Bundesstraße, da wollten wir eine Spur zusätzlich rangebaut haben, Kreisverkehre anstelle von großen Brückenbauwerken zum Schutz auch von Alleen. Když jsme přijížděli na ostrov Rujano, jeli jsme po mostě a pak jsme jeli úsekem nově vystavěné silnice. To je třeba stavební opatření, ve kterém jsme právě byli účastní i my a kde jsme se snažili o co tedy nejšetrnější přístup právě co se týče ochrany alejí. Snažili jsme se tam prosadit více místo mostů, více nějakých kruhových objezdů a dalších opatření, které by byly pro ochranu alejí dobré. Ja, leider sind wir mit unserem Konzept, mit unserem Projektvorschlag nicht durchgekommen und viele Alleebäume mussten deswegen gefällt werden. Bohužel se nám nepodařilo prosadit některé ty naše návrhy a mnoho stromů z těch alejí muselo být poraženo. Und Sie selbst haben gesehen, jetzt führt eine fünfspurige Straße praktisch auf die Insel, auf der einen Seite drei Spuren, auf der anderen die alte zweispurige Straße. My jsme původně plánovali pouze silnici o dvou pruzích, ale nakonec, jak jste viděli, je tam dohromady pět pruhů, tři vlastně nové pruhy, myslím, a ty dva staré na té druhé straně. Takže nepodařilo se nám to, co jsme chtěli. Und Professor Knapp hat ja vorhin eine sehr schöne Karte von Rügen gezeigt und Sie haben gesehen, wie filigran eigentlich die Insel ist und welche Wahnsinn, so eine große Straße hier raufzubringen. Vy jste viděli už předtím u přednášky doktora Knapa tu starou mapu Rujany a viděli jste, jak nádherně rozmanitě členitá, jak jemně krajině utvářená Rujana je. A teď si představte tedy tu velkou silnici, která zde byla postavena. Ja, leider ist dieses Konzept grenzenlose Mobilität ist einseitig. Und andere schöne Verkehrskonzepte, Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln, von Bus, von Bahn, werden eher benachteiligt oder gar nicht betrachtet.
Bohužel se jednostranně upřednostňuje projekt Mobilita bez hranic a neuvažují se další možnosti a alternativy silnější využívání autobusů, železnice a podobně. So, das nochmal als Vergleich. Also so sah es vorher aus dort. Srovnání. Tak to vypadalo předtím. Und das ist jetzt der Bericht. A tak to vypadá tedy ten současný pohled. Ja, das tut weh. Nadewitz, ein kleines Dorf auf Rügen. Nadewitz, to je malá obec. Mit einer Kopfsteinpflasterstraße und schönen Linden. Je to ještě stará dlážděná silnice lemovaná krásnými lípami. Hier ist nicht eine große Straßenbaufirma der Grund für die Gedanken eines Umbaus, sondern Fördermittel für landwirtschaftliche Wege und die landwirtschaftlichen Betriebe, die dort eben auch sind. Tady se nesnaží stavební firma o rekonstrukci té silnice, ale jsou to podpůrné prostředky, které jsou dávány k dispozicím zemědělcům na cesty a silnice, aby se dostali k těm svým pozemkům. Und hier ist eben jetzt die Planung, dass dieser Weg asphaltiert wird und die Linden halt gefällt werden. Es ist noch nicht so weit, weil dort noch Protest ist und weil die Verbände sich da eben doch einbringen. Plánem je tuto dlažbu tedy odstranit, silnici vyasfaltovat a stromy pokázet. Ještě k tomu nedošlo, protože jsme jako svazy a neziskové organizace nebo další subjekty na ochranu alejí aktivní. Und wir hoffen sehr, dass dass es auch fallen gelassen wird und auch viele Anwohner protestieren. Nadelwitzer protestieren für die Lindenstraße, die wollen sie erhalten. Protestují ale nejenom organizace, jako jsme my, ale také obyvatelé právě té obce Nardevic, chtějí zachovat tu lipovou alej. Interessant ist, dass ich ein Merkblatt für Alleen gefunden habe, nicht von Verbänden herausgegeben, sondern vom Bundesminister für Verkehr, allerdings schon 1992, dass eine Überbauung vorhandener, vor allem innerörtlicher Pflasterstraßen auch aus denkmalpflegerischen Gründen möglichst zu vermeiden ist. Also das Verkehrsministerium hat auch, zugegebenermaßen schon lange her, aber 1992 gesagt, Pflasterstraßen sind zu erhalten. Und hier werden sie aber im großen Stil auch auf Rügen, aber in ganz Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja immer, ich spreche ja auch für ganz Mecklenburg-Vorpommern, werden mehr und mehr Pflasterstraßen eben asphaltiert. Stále více těch starých vydlážděných cest se asfaltuje, ale já jsem našla v jednom věstníku, který byl vydán dokonce spokojeným ministerstvem dopravy, jednu větu a sice, že se snažíme o zabrání přestavby ještě starých dlážděných cest v intravilánu, zejména v intravilánu z důvodu památkové péče. Wir haben also dokonce i samotné ministerstvo dopravy má takovéto usnesení. Wir haben also auf der einen Seite die großen Straßenbaumaßnahmen und auf der anderen Seite aber auch im ländlichen Raum durch den ländlichen Wegebau eben diese Fällungen von Alleen und die Schwierigkeit dort eine Allee zu erhalten. Takže ty aleje se kácí nejenom na těch velkých silnicích, které se třeba staví nebo udržují, ale také na venkově právě, že se tam modernizují třeba ty cesty k těm zemědělským pozemkům a tak dále. Takže i v tom venkovském prostředí dochází tedy bohužel ke kácení alejí. Selbst wenn die Straße auch unter Denkmal ist. A to i když jsou tyto ulice pod ochranou památkáře. So ein anderes Beispiel, in Mecklenburg-Vorpommern sind 42 verschiedene Baumarten kartiert an Alleen. Und wir sind also sehr dafür, dass diese Vielfalt von Baumarten an unseren Alleen auch erhalten bleibt. Dazu gehören auch Obstbäume. My máme v Mecklenburgsko-Předním Pomořansku zaneseno vlastně 42 druhů stromů a velmi nás těší, že je to takový obrovský rozsah, že je to taková druhová rozmanitost. A to se týká samozřejmě i jabloní. Und hier, das ist nicht auf Rügen, aber in Mecklenburg-Vorpommern kamen Leute zu uns und haben gesagt, wir haben hier eine wunderschöne Apfelbaumallee,
Der Ort hieß Apelhagen, also schon der Name des Ortes deutete auf diese Apfelbäume hin. Und die sollten auch einer Straßensanierung zum Opfer fallen. Die sollten gefällt werden. Konkrétně tato další aféra se netýká Rujany, ale týká se Všedního Pomořanska, kde přišli místní z obce jménem Apelhagen a říkali, máme tu krásnou jabloňovou alej, tato alej se má ovšem pokácet a my si to nepřejeme. Jenom taková poznámka, už to jméno obce, to Apelhagen, v sobě obsahuje to jablko, to apfel. Takže už jenom podle jména by tato alej měla zůstat. So, und das ist ein Beispiel, wie sich eben Verbände auch ganz stark einmischen können und dann eben Stellungnahmen schreiben können. Und diese Bäume sind erhalten geblieben und am Ende haben sich eben auch alle gefreut und wir auch. Und es sind auch Apfelbäume nachgepflanzt worden an der Stelle. Toto je tedy příběh se šťastným koncem a byl to zároveň příklad toho, jak my můžeme z těch jednotlivých spolků, z úrovně spolku, zasáhnout do konkrétního dění, jak můžeme napsat posudek. Podařilo se tu jabloňovou aleji tam zachovat a dokonce se vysadily i nové jabloně. Ein weiteres Beispiel von dieser Insel, von Rügen, hier zwischen Strüssendorf und Hallsvík. B96, eine Bundesstraße, der letzte Abschnitt, der praktisch noch mit Alleebäumen bestanden ist. Diese Straße, die ja hier, wie Sie sehen, total in Ordnung ist, die sollte auch erweitert werden, eine Seite sollte gefällt werden und es gab große Bürgerproteste. Das ist ein další příklad z Rujany. Jsme na silnici spolkové, silnici tedy na rychlostní B96. Toto je její poslední kousek, kde je ještě zachována alej. Na první pohled je zde všechno v pořádku, nicméně ta silnice se má rozšířit a z jedné strany se má alej pokácat. I zde občané protestují. So, und wir haben ganz viele Unterschriften gesammelt hier mit dem NABU zusammen, mit Interessierten, mit Aktivisten hier vor Ort. 5.165 Unterschriften, die hier dem Ministerpräsident überreicht wurden. Und bis heute stehen diese Bäume, fairerweise muss man wahrscheinlich sagen, weil das Geld nicht reicht, um den Straßenausbau zu machen. Aber ich denke auch, weil wir hier so dort protestiert haben, ist hier nicht schon mal Tabula Rasa gemacht worden. Tak opět úspěšný příklad. Podařilo se nám získat přes 5000 podpisů občanů. Spolupracovali jsme nejenom my jako Bund, ale například i ono zmíněné NABO. A tady na té fotce vidíte, jak předáváme tu podpisovou petici předsedovi vlády. Ale je zachována, no ono to bylo i z toho důvodu, že nakonec se na stavbu nenašly peníze. Ale důležité je, že občané byli aktivní. Ein weiteres Beispiel in Klein-Kubitz, das ist hier Westrügen, eine Ahornallee, eine schöne alte Ahornallee, auch an einer denkmalgeschützten Pflasterstraße. Diese Pflasterstraße wurde nicht fachgerecht praktisch ja, wieder repariert und es kam zu großen Wurzelschäden, Bäume stürzten um. Anwohner vor Ort haben sich dann sehr für eine Wiederbepflanzung dieser Allee stark gemacht. Další příklad, vidíme tu krásnou jablonovou alej a vidíme tam opět starou dlážděnou cestu, která byla pod památkářskou ochranou. Došlo tam během rekonstrukce k poškození kořenů, ale vidíme, že podařilo se zasadit nové stromy do té aleje. Und es hat zwar viele Jahre gedauert, aber Stück für Stück sind immer wieder dort Bäume gepflanzt worden, am Ende über 100 und sogar eben auch mit Mitteln aus dem Alleenfonds. Und Sie sehen hier auf der linken Seite den Minister des Landwirtschaftsministeriums selber mit Pflanzen. Trvalo to dlouhou dobu, ale postupně se nám podařilo vysázet nové stromy. Dohromady to bylo přes 100 stromů, a to především díky tomu již zmíněnému alejovému fondu. A vy tady vidíte ministra životního prostředí, který se také chopil lopaty a vysazuje. Also das gehört auch zu unserer Lobbyarbeit für die Alleen. Und was ganz schön ist dort, dass dort Schüler der Freien Schule Rügen die Alleenpatenschaft übernommen haben. Also das auch ein ganz wunderschönes Beispiel für Lobbyarbeit. Zároveň tady máme krásný příklad pro to, jak dělat lobby. My jsme se samozřejmě tím museli velmi zabývat,
A tady se nám podařilo zapojit i žáky ze svobodné školy Rügen, či svobodné školy na Rujáně, kteří převzali patronát nad alejí. So sieht es heute aus. Ich denke, das ist ein schönes Bild. A toto je současný stav. Podle mého názoru je to krásný pohled. Ja, ganz aktuell ist in Nordwestmecklenburg, also auf der ganz anderen Seite von Mecklenburg-Vorpommern, ein Verfahren, hier eine Lindenallee in Warnow, auch wunderschön. Und auch hier soll eben die Straße verbreitet werden. Und wir sind an dem Verfahren beteiligt. Und mit Bürgerinitiative dort vor Ort auch sehr aktiv. Máme tu další příklad, tentokrát ze severozápadu Mecklenburska, je to Lipová alej ve Varnově. I tady se má rozšířit ulice a my jsme tady velmi aktivní spolu s dalšími občanskými iniciativami. So sieht der Protest der Leute dort vor Ort aus. To jsou protesty místních. Das ist ein Beispiel, was ich vorhin schon erläutert habe, dass wir gerne möchten, dass wir bei Verfahren frühzeitig eingebunden werden. Ja, also wir treffen uns vor Ort mit der Straßenbaubehörde und diskutieren Baum für Baum, kann er stehen bleiben, kann er nicht stehen bleiben, können wir Querschnitte der Straßen verringern, also nicht den Regelquerschnitt einhalten, sondern eben hier Sondermaßnahmen geltend machen. A toto je právě příklad pro to, co už jsem se tady snažila dříve osvětlit. Podle mého názoru je důležité začít včas jednat s orgány. Tady konkrétně jednáme s orgány, se stavebními úřady. Jednáme v podstatě o každém stromu a snažíme se, aby ten průměr té silnice nebyl takový, jak byl původně naplánován, ale aby se to přizpůsobilo těm podmínkám, které tam máme, těm konkrétním stromům. Ja, und in diesem Fall betrifft es dann auch die Nachpflanzung. Hier wurden ganz viele Bäume nachgepflanzt, also alle Lücken wurden wieder bepflanzt. Wir haben hier jetzt also alte Bäume, neue Bäume und verschiedene Baumarten. Und ich war dann auch gefragt, dort die Baumqualität der Bäume zu prüfen und die Baumpflanzung mit zu begleiten. Samozřejmě tady v tom případě jsme museli i některé stromy znovu dovysadit. A máme tam tedy staré stromy, nově vysazené stromy, stromy nejrůznějších druhů. A tentokrát jsem byla také přizvána k tomu, abych zkontrolovala kvalitu stromů. Ja, so sieht es heute aus. A toto je současný stav. Oh, hier ist etwas schiefgegangen. Also auch das ist ganz wichtig, vorausschauende Planung. Bei uns werden sehr viele Radwege gebaut, dass die Radwege außerhalb der Kronentraufe gebaut werden, dass sie nicht die Wurzeln beeinflussen oder ja, beschädigen. Und auch, dass der Radweg nicht dort gebaut wird, wo vielleicht in Zukunft die Allee mal gepflanzt wird. Weil die muss ja jetzt weiter von der Straße weg. Toto je další důležitý příklad. U nás se ve velkém budují cyklostezky a tady je důležité, aby ta cyklostezka nebyla postavená příliš blízko té aleje, aby se nepoškozovaly kořeny a zároveň, aby byla postavená dostatečně daleko v případě, že bude v budoucnu záměr postavit na tom, zřídit na tom místě novou aleji. Ja, und zum Schutz der Allee, auch, das ist jetzt schlecht zu sehen, ist ein bisschen hell, ne? Also hier ist eine Wurzelbrücke, dass man im städtischen Bereich bei Alleen eben auch Wurzelbrücken technische Möglichkeiten einbaut, die ein langes Wachstum der Bäume ermöglicht. Toto je příklad, jak můžeme chránit kořeny. Jsou to takové, řekněme, mosty pro kořeny, je to jeden způsob technického řešení, tak abychom ochránili stromy v budoucnu, až se budou rozrůstat. Vorschläge sind auch mal, also es gibt ja neue Regularien, da komme ich gleich noch drauf zu, in Alleen auch schon in zweiter Reihe in Lücken zu pflanzen. Dalším řešením, a toho se týkají i jednotlivá právní ustanovení, je vytvářet aleje ve druhé řadě, jak vidíme té nové funkce. Auf das Alleenkonzept bin ich vorhin schon eingegangen. Das überspringe ich jetzt mal. Dann der ackerseitige Alleenschutz. Also ganz wichtig, dass nicht ganz dicht rangefahren wird, wie hier, sondern dass der Abstand zu den Neupflanzungen von Alleen durch hier, kann man das sehen? Mit Eichenspaltfehlen praktisch begrenzt wird. Dalším důležitým bodem je ochrana alejí právě ze strany polí. Tady je důležité, aby to pole nezasahovalo příliš blízko ke stromu. Na té druhé fotce není to úplně dobře vidět, ale ta ochrana
byla řešena tak, že se tam dali dubové špaličky, které vlastně ohraničovaly konec toho pole. Ja, und hier, wir bemühen uns eben wirklich, ja, Winterfeindlichen Alleen, eigentlich den Winterdienst in alten, geschützten Alleen immer wieder ja, reinzubringen in die Diskussion. Bisher ohne Erfolg, muss ich leider sagen. Also selbst in alten, schönen Alleen, wo die Bäume ganz dicht an der Straße sind, wird das Auftragsatz gestreut. Und das ist bisher noch keiner, außer hier auf Rügen, der Herr Kliebe, der ja versprochen hat, auf seiner Kreisstraße nicht Salze streuen, aber sonst ist mir kein weiteres Beispiel. Opět znovu a znovu se snažíme prosadit, aby osypová služba v zimě a vůbec silničáři byli šetrník alejím. Musím říct, že se to bohužel zatím až na menší výjimky nepodařilo prosadit a i na místech, kde jsou velmi krásné a staré aleje, se neustále v zimě solí. Ja, und wir bemühen uns eben auch sehr, mit den Behörden, mit der Regierung, mit der Landesregierung ins Gespräch zu kommen. Wir organisieren einmal im Jahr einen Alleentag, der in den letzten Jahren immer in Güstrow stattfand, der sehr gut besucht ist und wo wir, wo die unteren Naturschutzbehörden sich oder die Probleme darstellen können, die Straßenbaubehörden, die Umweltverbände, Bürgerinitiativen und wo es dann aber auch wissenschaftliche Beiträge am Nachmittag gibt. Und dieses Konzept ist, ja, denke ich, ganz erfolgreich, weil es gibt dort eine Plattform, wo man miteinander spricht. Und miteinander reden, das halte ich für ganz besonders wichtig. A jednou za rok pořádáme takzvaný Den alejí, kde se setkávají nejrůznější instituce, a to jak ze strany vlády, je to například, to jsou to například zástupci pro ochranu životního prostředí, setkávají se zde stavební úřady a samozřejmě vystupují tam také vědci, kteří odpoledne mají nejrůznější přednášky. Je to podle mě koncept, který je velmi důležitý, a to především z toho hlediska, že všichni tyto lidé z různých úrovní spolu mohou hovořit. Und seit einiger Zeit bin ich dann auch bundesweit aktiver geworden. Und zwar einmal ist hier ein Regelwerk, das heißt ZTV Baumpflege. Das ist ein anerkanntes Regelwerk, das ja, die Baumpflege, wie der Name sagt, beschreibt, wie sie fachgerecht sein soll. Jungbaumpflege, Altbaumpflege, das wird überarbeitet und ich bin in einem Regelwerksausschuss da tätig. Von der Forschungsgesellschaft Landschaftsgesellschaft. Nějakou dobu už jsem také aktivní na celoněmecké úrovni. Podařilo se vydat tuto brožuru, která se zabývá ochranou stromů. A to jak mladých, tak i starých stromů. A vydal ji Vědecký úřad pro rozvoj a tvorbu krajiny. So, das ist also bundesweit anerkannt und wird, wie gesagt, überarbeitet 2016 wahrscheinlich im Gelbdruck rauskommen. Ich bin im Regelwerksausschuss da. Wir sind ganz froh, dass ein Umweltverband erstmalig da beteiligt ist. Und das ist auch der Grund, warum ich heute auch schon wegfahren muss, weil morgen und übermorgen wird dort getagt und ich muss heute noch nach Bonn. Jak už jsem říkala, já jsem tam vlastně v radě, která stanovuje ta pravidla, a je to také důvod, proč vás musím brzy opustit, protože zítra a pozítří se konají poměrně daleko odsud, takže v Bonnu jednání, která jsou opět zpětá s těmito pravidly. Das tut mir wirklich sehr leid, weil das Programm ist super, was Sie hier die drei Tage haben und hätte Sie ganz gerne begleitet. Aber das war jetzt ein überschneidender Termin und der Termin steht schon ganz, ganz lange fest. Velmi mě to mrzí, protože vy tu máte nádherný program, kterého bych jsem si ráda zúčastnila. Nicméně termín tohoto jednání v Bonnu už je dlouho dopředu znám. Já tam musím. Ein anderes Thema ist, seit 2010 gibt es ein neues Regelwerk, bundesweit, also das ist vom Bundesverkehrsministerium ausgegeben worden für die Bundesstraßen, mit der Empfehlung, das auch auf Landesstraßen anzuwenden. Das heißt, Richtlinie für passiven Schutz, RPS, kurz gesagt, und regelt auch, und man sieht die Bäume als Hindernis an Straßen. Alles, was mehr als 8 cm Durchmesser hat und an Straßen steht, ist ein Hindernis. Und somit sind die Bäume auch ein Hindernis. Und dieses Regelwerk ist jetzt also so eine Richtlinie, was sagt, es müssen Leitplanken hin oder es müssen unheimlich weite Abstände zum Straßenrand gepflanzt werden, bis zu 12 Metern. Od roku 2006 je tu směrnice, kterou vydalo Ministerstvo dopravy a týká se spolkových silnic, tedy těch rychlostních,
s doporučením i na zemské silnice. A tato směrnice chápe stromy jakožto překážku na cestě. A to stromy, které mají větší průměr než 8 cm, ty už jsou považovány za překážku. A tyto překážky musí být od silnice odděleny, buď to svodidly, anebo se tomu musí, dávat jiná opatření. Říká se tomu tady v Německu RPS, což je tedy směrnice o pasivní ochraně na silnicích. Pani předatelko, můžu na chvíličku? Prosím vás, kolem Galup eviduju zhruba 20 pomníčků. 18 se mi podařilo dohledat, chlast za volantem, nepřiměřená rychlost. Co to můžete přeložit? Děkuju. In Tschechien evidierte Herr Kollege 20 kleine Denkmäler für die Todesfälle, für die Todesopfer. Und er hatte nach den Ursachen der Todesfälle geforscht. 18 davon haben sich wegen Alkohol getötet, die zwei sind unbekannt. Also wie wir sehen, die Bäume sind unschuldig. Das war eine Bemerkung. Ja, gut, genau das versuche ich auch an vielen Veranstaltungen, den Straßenbaubehörden und der Verkehrs- und der Versicherung, also die Versicherung ist ja ganz doll dahinter auch, zu vermitteln. Mit Zahlen, mit Beispielen, mit dem Argument, dass Straßen, dass Alleen eben auch eine Verkehrssicherheit praktisch bringen, ja, dadurch, dass sie den Verkehr lenken. Und das ist mir auch, ich bin eingeladen worden, bei zwei parlamentarischen Abenden schon zu sprechen. Der letzte hier hat auch einen ganz langen Artikel gebracht in einer Zeitung Deutsche Baumschule, eine bundesweite Zeitung. Der Abend fand jetzt erst im Januar statt diesen Jahres. Ich werde bei den FLL Verkehrssicherheitstagen im November zu diesem Thema sprechen und Juni vor dem Deutschen Versicherungsrat. Also da bin ich dann wirklich in der Höhle des Löwen und soll dort praktisch die Alleen ja, vertreten. To je přesně to, co já se neustále snažím sdělovat nejrůznějším úřadům. Ať už jsou to právě na ministerské úrovni, ministerstvo pro dopravu, a nebo také pojišťovna, to je velmi důležité. Já jsem se zúčastnila dvou parlamentních večerů, vydala jsem také článek v těchto novinách, které jsme tu viděli, jmenuje se Baumschule, tedy škola stromu. V lednu jsem se účastnila, v listopadu jsem se účastnila setkání té výzkumné společnosti pro rozvoj a tvorbu krajiny. Byla jsem v červnu také na radě pro pojišťovny a všude jsem se snažila čísly a konkrétními daty dokázat tedy, že stromy vlastně můžou být ochranou pro řidiče, protože řidiče vedou po té silnici a snažila jsem se tam zastupovat stromy. Ja. Ich meine, Sie werden es alle verstehen, Bäume sind Lebewesen, sie sterben und sie müssen neu gepflanzt werden. Und wenn so eine Richtlinie durchkommt, dann werden wir unser Ziel, die Alleenlandschaft zu erhalten, nicht schaffen. Das ist es. Und deswegen ja, bemühe ich mich auch wirklich sehr. Und wir haben dort auch viele Verbündete. Alleine schafft man es nie. Und ein positiver Nebeneffekt, wenn man das so sagen darf, von dieser RPS, von dieser Richtlinie ist, dass mehr und mehr Bürger eben, dass mehr und mehr Bürger in diese Alleen überhaupt ins Bewusstsein wieder zurückgekommen sind, dass mehr darüber diskutiert wird, dass mehr bundesweite Zeitschriften auch auf das Thema Alleen überhaupt, das Thema Alleen überhaupt aufnehmen. Wir müssen uns dafür sorgen, dass es eben nicht ein Strohfeuer wird. Právě vinou takové směrnice, té RPS, tedy té pasivní ochrany na silnicích, přicházíme o stromy. A stromy jsou samozřejmě živé bytosti, stromy umírají a musí se znovu vysazovat. Já se velmi snažím o zachování stromu, ale samozřejmě člověk sám nic nezvládne, potřebuje podporu dalších. A na druhou stranu, tato již jmenovaná směrnice, ta RPS, má jeden pozitivní vedlejší efekt, smíme to tak nazvat. A tím je to, že upozornila na problematiku alejí a lidé se znovu začali vracet k alejím. V časopisech na celoněmecké úrovni začaly vycházet články, které se věnovaly alejím a tak se to téma vlastně dostalo do společnosti a my se snažíme o to, aby to téma hned zase nevyšumělo. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Beispiele zeigen für unsere Arbeit, um diese Alleen auch hier in Mecklenburg-Vorpommern
immer wieder und immer mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir übergeben Patenschaften an einzelnen Alleen, weil wir es natürlich alleine nicht schaffen können. Wir brauchen viele, viele Verbündete und unsere Verbündeten sind diese Alleenpaten, die sich um ihre Alleen vor Ort kümmern. Teď několik příkladů z Mecklenburgska předního Pomořanska, jak my se zde staráme o aleje a pracujeme s veřejností. My tady podporujeme tzv. Patronát alejí, protože bychom se o ně nezvládli starat sami a tyto patroni pečují o tom, o své vlastní aleje. Ja, ein anderes Beispiel auch mit Schulen. Wir pflanzen eben, unsere Alleenpaten sollen die Nachpflanzungen kontrollieren, sollen uns anrufen, wenn was kaputt ist, gegangen ist, wenn Bäume vertrocknen, wenn die Pflege, die Garantie auch nicht richtig wahrgenommen wird. Dokumentation ist eins. Wir bieten an auch Seminare, Filme, Ausstellungen. Wir kommen gerne zu unseren Alleen und vor Ort. Toto je další příklad, je to také práce se školami. Zároveň se snažíme zavést takovou službu, že když lidé vidí, že se s těmi stromy konkrétními nebo s tou alejí něco děje, tak aby nám zavolali. Takovým způsobem můžeme zajistit ochranu těch stromů, péči o ty stromy, výživu, zalévání. Zároveň nabízíme množství můžeme promítat dokumenty, pořádat semináře, promítat filmy a pořádat výstavy. Ja, hier sehen Sie zum Beispiel auch viele, das ist auch ein schönes Beispiel für Jugendarbeit, für Umweltbildung. Das ist eine Birnbaumallee hier unten, wo wir mit den Kindern dann vor Ort sind, wo wir Birnen sammeln, die dann in der Schule auch verarbeiten zu Kompott, zu Birnengerichten. Sie haben Rezepte von ihren Großeltern, von ihren Eltern gesammelt. Also eine sehr schöne lebendige Arbeit und das ist auch unser Ziel, dass Alleenpartnerschaften sehr lebendig sein sollen. Tady máme další pěkný příklad práce s mládeží, o tom, jak mladé vlastně vychovávat k tomu uvědomění si, že je potřeba chránit přírodu. Jedná se o alej hrušní. A my jsme tady pořádali takové setkání, kde nejenom, že se podívali na to, jak se o ty stromy pečuje, ale například sebrali recepty od svých rodičů, prarodičů, co všechno se dá dělat s hruškama, co všechno z toho můžete uvařit. A to se mi velmi líbí, protože toto je příklad živé spolupráce. Týká se to tedy opět toho patronátu aleji a mně jde o to, aby ta péče o aleje byla živá. Ja, oder hier, ich habe da so eine Baumkiste, da sind ganz viele Schätze drin, Spiele, die man mit den Kindern machen kann. Ein Stethoskop, wo sie das Wasserrauschen hören im Baum, wo man die Kinder wirklich mit begeistern kann und für die Bäume begeistern kann. Toto je způsob, jak můžeme natchnout děti pro přírodu a pro jednotlivé stromy. Jedná se o projekt, kterému se tady v překladu říká něco jako krabice se stromy. To znamená, že ty děti mají k dispozici, řekněme, krabici od bod a do ní si můžou vytvořit vlastně, namalovat svůj strom, doplnit ho živými prvky, nebo například hravou cestou se můžou seznámit s tím, jak stromy fungují, jak žijí, jak v nich proudí voda. Ja, und auch für die größeren Kinder haben wir was entwickelt, und zwar so 9. bis 10. Klasse, ein Projekt, was man im Internet finden kann, mit ganz viel Informationen zum Thema Baum, zum Thema Alleen. Und Felix und Christa, zwei Schüler, ehemalige Schüler eines Gymnasiums, begleiten durch dieses Programm. Und das kann auch fächerübergreifend genutzt werden, Biologie, Deutsch, Theologie, was auch Religion, was auch immer. To je další projekt, který máme pro něco větší děti, zhruba tak pro 9. až 10. třídu. Je to projekt, který je přístupný na internetu. Má dva průvodce, Felixe a Kristu, což jsou bývalí gymnazisté. A vlastně v tomto projektu mohou děti získat informace, které se hodí do více předmětů. Do biologie, do hodin německého jazyka, do teologie, religionistiky a další. Mm-hmm. Ja, also wir pflanzen auch mit Erwachsenen hier in Gessin in der Mecklenburgischen Schweiz ein sehr schönes Projekt. Tady máme zrovna projekt tentokrát s dospělými v Gessinu, kteří zasazují stromy. Und ich habe eine Alleenausstellung, mit der ich von Ort zu Ort ziehe oder der BUND und auch 2010 neu überarbeitet. Mit vielen Bildern, auch mit einem Poesiebaum, der hier auf der Insel Rügen gebaut wurde,
entworfen wurde und auch hier erstmal stand, auch in Westgrün. Und ja, und mit dieser Alleenausstellung ziehe ich eben von Ort zu Ort, um eben auch für die Alleen bei der Bevölkerung, bei den Touristen zu werben. Obwohl ich sagen muss, bei den Touristen braucht man nicht werben. Die kommen eher zu uns und sagen, erhalten Sie sich diesen Schatz. No a tady mi vidíte u stánku takové putovní výstavy, kde se snažím širokou veřejnost informovat o alejích a o jejich ochraně. Máme to takový jako takzvaný pulzující strom. A s touto výstavou kočuji od místa k místu a snažím se tedy místní informovat. Ale mezi nimi také turisty. Musím ovšem říci, že turisty není potřeba lákat. Ty přicházejí sami a říkají nám, prosím, zachovejte tuto krásu. Ja, hier auf dem Königstuhl. Und wir machen einen Fotowettbewerb jedes Jahr. Ein Fotowettbewerb, der jetzt auch im Mai wieder beginnt, bis September geht. Bürger können, also Leute können ihre Fotos einschicken von ihren schönsten Alleenbildern. Und zwar in Gesamtdeutschland. Das ist ein deutschlandweiter Fotowettbewerb. Pořádáme také fotosoutěže. Jedna z těch fotosoutěží bude zrovna probíhat od května do září. Lidé nám mohou posílat fotky svých krásných alejí nebo alejí v jejich okolí. Musím říct, že tato soutěž se ovšem týká celé Německa, takže nám mohou přikázat fotky z celé země. Und der Sieger dieses Wettbewerbes, der wird am 20. Oktober als unser Tag der Allee zur Allee des Jahres gekürt. Und es ist ganz egal, wo diese Allee ist. Die kann in Bayern sein, die kann auch hier oben natürlich in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, egal wo. Das schönste Bild, das von einer Jury erwählt wurde in Berlin, also auch nicht von uns hier oben nur alleine, das wird die Allee des Jahres. A co čeká vítěze, bude pozván na den alejí, který se bude konat 20. října. A tam se tedy představí tato alej jakožto nejkrásnější alej Německa. Tímto titulem bude ta alej vyznamenána. A je úplně jedno, jestli to bude Bavorská alej z tohoto regionu nebo například z Branimor. Zkrátka to bude nejkrásnější alej Německa. Dieses Jahr wurde die Allee des Jahres sogar anschließend noch etwas erweitert, verlängert. A loňská nejkrásnější alej byla letos dokonce trochu rozšířena, byly tam zase ty nové stromy. Ein weiteres Projekt, was wir auch hier auf der Insel Rügen machen, ist das Projekt Junge Riesen, wo wir Samen und Stecklinge von vorhandenen Naturdenkmalen sammeln, die dort in der Baumschule Putbus jetzt aufziehen. Und dann versuchen, neben den vorhandenen Naturdenkmalen zu pflanzen, einen immer, den als Ensemble praktisch zu schützen, sodass der Junge schon nachher den Alten ablösen kann sozusagen. Und was dann noch übrig ist, in Schulen pflanzen, in Kindergärten und so, das ist regionaler Baumschatz. Další Projekt se jmenuje Mladí obři. A v rámci tohoto projektu shromažďujeme vlastně semena a mladé rostliny a vysazujeme je právě vedle těch již vzrostlých stromů. A tak vlastně může vznikat celý takový krásný komplex stromového okladu, stromového dědictví. Ja, und last but not least, wir machen auch in unsere internationalen Projekte jetzt angefangen mit einer polnischen Umweltorganisation, wo wir auch Erfahrungsaustausche machen, so genauso wie hier heute. A na poslední řadě také mezinárodní spolupráci bych ráda zmínila, tady je to s polskou stranou, s polskou organizací na ochranu životního prostředí. Hier waren wir in Polen, Volga. My jsme byli v Polsku, letztes Jahr im April sind zwei Exkursionen, zwei Busse sozusagen zu uns gekommen, nach Habsien-Güstrow empfangen. Nächste Woche wird das gleiche wieder sein, werden wieder zwei Exkursionen nach Güstrow kommen, mit insgesamt 60 Leuten, wo wir dann eben auch Workshops machen, Seminare machen. Loni v dubnu přijeli dokonce dva autobusy Poláků na exkurzi k nám a to samé se bude opakovat ještě asi za dva týdny, kdy opět přijeli asi 60 Poláků podívat se k nám.
Und mit, mit der polnischen Umweltorganisation haben wir auch die erste grenzüberschreitende Allee gepflanzt, hier an einer Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Polen. S tou polskou stranou jsme se také rozhodli udělat společný projekt a vysadit první přeshraniční alej. Ja, ein ganz besonderes Ereignis, weil das eben nicht nur eine grenzüberschreitende Allee ist mit Bäumen, sondern weil es eben auch ein völkerverbindendes Signal hat. Und das wurde dort auch von den Politikern so aufgenommen und es war ein wunderbarer Tag. Sie sehen, es ist blauer Himmel und es war ein sehr schönes Zusammensein. Nejde pouze o tu ale jako takovou v rámci toho projektu, ale i o propojování těch dvou národů. Myslím, že se to velmi povedlo, byl to krásný den, viděli jste, že i počasí nám velmi přálo. So und natürlich freue ich mich auch, dass wir zusammen das gemeinsame Projekt mit Anka, dass wir da die Bausteine auch von begleiten dürfen. Hier unser erstes Treffen auf der Insel Film und jsem velice ráda, že i s Arnikou můžeme na té mezinárodní úrovni spolupracovat. Tady jste viděli obrázek z našeho prvního setkání. Ja, und Projektteile, die der BUND hier zu erfüllen hatte und die wir wirklich sehr gerne gemacht haben, weil das schon ein langes Anliegen von mir ist, waren Jungbaumpflegeseminare. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das hier innerhalb des Projektes verwirklichen konnten. Das erste war in Vorpommern-Greifswald. Und das letzte jetzt erst im März hier auf Rügen und das wurde sehr gut angenommen. Velice dobře byly přijaty i další aktivity, jako třeba různé workshopy nebo semináře, které se týkaly péče o mladé stromy. A to se konalo i v předních pomořených Greifswaldu v březnu, myslím, že loni ve spolupráci s vámi. Also, Gemeindearbeiter, die vorher auch schon den Baumschnitt gemacht haben und eigentlich so ein bisschen immer am Gesetz vorbei, die haben wir eingeladen, wir haben sie geschult, theoretisch und auch praktisch. Und nach der Schulung haben sie gesagt, ja, wir sehen jetzt, was wir alles falsch gemacht haben. Sie haben Fehler bei anderen Baumschnitten gesehen. Und unsere große Hoffnung ist, dass wir in Zukunft auch hier auf der Insel Rügen nur noch wunderbar gepflegte Bäume haben. Naším cílem je, abychom tady na ostrově Rána měli už pouze velmi dobře opečované stromy a proto právě v rámci těch aktivit probíhalo školení, jak teoretické, tak praktické, týkající se ořezu, správného ořezu stromů a mohli jsme se poučit i z minulosti, z chyb, které se dělaly a doufám, že to tedy půjde teď tím správným směrem. Ja, ist ganz klar, es genügt nicht nur Bäume in den Boden zu stecken, sie brauchen eine langjährige Pflege, sonst ist es alles vergebene Lebensmühe. Samozřejmě, že nestačí pouze stromy vysadit a už se o ně nestarat, potřebují samozřejmě celou dobu hodnou péči. Ja, und für unsere Öffentlichkeitsarbeit haben wir natürlich auch viele Broschüren veröffentlicht, hier bloß mal ein kleiner Ausschnitt. My jsme zveřejnili také celou řadu publikací pro veřejnost, tady máte jenom několik málo příkladů. Ja, unser Ziel ist also diese Straßen, nein. Naším cílem je tedy nemít už takovéto silnice, jakou jste viděli před chvíličkou. Liberty. Ale raději takovéto. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Děkuji vám moc za pozornost.